Recht herzlich willkommen zur 218. Folge von Towns. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir irgendwie dieses Dach fertig kriegen. Die drei Steine haben sie letztes Mal wohl noch reingetan vorm Abspeichern. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht es hier weiter? Ich finde es auch ein bisschen krass, dass der Schattenwurf nach da hinten geht. Na doch, könnte vielleicht sogar hinkommen, ne? 45 Grad Winkel, die Sonne Einstrahlung ist, ja, naja. Ja, wir gucken mal, wie es klappt. So, easy come, easy go, Scarfold. Achso, dann können wir den da auch mal destroyen. Weil es ist auf jeden Fall in der zweiten Reihe, was da los ist. Jetzt müssen wir nur gucken. Den kriege ich da nicht weg. Und da ist jetzt nichts. Die sind auf jeden Fall schon mal weg, die Typen. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir das dann repariert kriegen, ne? Ja. So, das ist 1, 2, 3 bis zum 4. Und 2. Also. Das wäre jetzt dieser. 1, 2. Dann muss... Ne, shit, jetzt haben wir das wieder weg. Das ist 1 da. Und bis da... Und der müsste auch noch da sein. So, den können wir mal gerade unlocken. Ne, destroyen. Den auch destroyen. Und der kann auch weg. So, jetzt kommen die mit den neuen Dingern. Stellen die da hin. So, jetzt müsste ich hier eigentlich... Und das kann ich nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Kriege ich die nicht weg. Das gestaltet sich gerade schwierig. Destroy den mal. So, dann müssen wir noch einen hinsetzen. Aber brauchen wir auch nicht hinsetzen, macht keinen Sinn. So, jetzt die Frage, hauen die von, brechen die von alleine ganz weg oder sehen die nur so schäbig aus? Gute Frage, nächste Frage, ne? Gut, wir gehen in den Keller, gucken da so lange und wenn wir dann unten im Keller was geguckt haben, dann, ne, schauen wir weiter. Okay, die sind hier wunderbar am Arbeiten. Die Helden gucken sich hier alles an. Das sieht auch gut aus. Hier geht's nicht weiter, aber... Okay, da war jetzt kein Weg runter, weil, ne? Dann können wir da mal gerade was hingraben. Dann... Ah, super. Shift-Taste nicht gedrückt. Dann... kann man die Treppe da vielleicht auch benutzen. Aber hier ging es ja auch noch eine Etage tiefer. Das hat ja auch funktioniert, ne? Gut, müssen wir dann gucken. Hier laufen auf jeden Fall Helden lang. Oh, der zieht schon einen nach. Ah, ne, ist auch ein Held. Das war ja dieser eine komische Held. So, nochmal hier. Können wir was wegreißen auch, damit die da durch können. Aber rein theoretisch könnte man natürlich auch hier zum Beispiel durchbohren. Und dann können wir die Abkürzung nach da nehmen. Ja, wird klappen, ne, oder? Haben die da jetzt noch jemanden kaputt gemacht? Ich denke schon, oder? So. Also hier kommen sie runter. Na, dann lass die mal hier noch ein bisschen gucken. Ah, hier wird gekämpft. Der zieht zwei hinter sich her. Kann aber leider gerade nicht sehen, was das für einer ist. Oh, das ist ein Ghoul oder was ist das? Ah, machen wir gerade Pause. Sneaky Ghoul. Und der... Nexi, the Sniker Edge. Okay. Okay, da kommt der nächste, der kriegt den aber nicht mehr zu packen. Doch, kriegt er auch, weil die da gerade... Okay, brauchen wir nicht mehr machen. Und der Ghoul kriegt jetzt auch noch einen hier. Und dann war es das schon. Gut. Ja, hier geht's noch weiter.
Entschuldigung. So, das klappt dann auch auf jeden Fall. Irgendwo gibt es noch ein paar Monster, die gerade geschlagen werden. Keine Ahnung wo. Hier. Okay. Der Feuerteufel kriegt einen auf die Mütze. Haben wir sonst noch so hier? Ja, das ist immer schwierig. Evil Turtle. Und dann haben wir wieder einen Ghoul oder zwei sogar. Aber der kriegt schon sofort einen auf die Mütze. Ne? Und wir sind wohl etwas schwieriger, ne? Jetzt muss er flüchten. Gut, dass sie nicht so schnell sind, aber einer hat er von den beiden erwischt. Nee, doch nicht. Die saßen direkt übereinander. Aber kein Problem. Die nächsten zwei Helden sind unterwegs. Und von hinten wird auch noch geholfen, aber der kommt zu spät. Gut, gucken wir, wo der lang geht. Nach da. Was ist das hier? Nix, ne, oder? Ja. Die gehen wohl wieder hoch, denke ich. Obwohl, der müsste nicht... Doch, der will schlafen. Ah, guck mal, da ist schon ausgehoben. Er ist hier unterwegs, sehr schön. Hoffentlich geht er auch nach hier hinten irgendwo hin. Aber wahrscheinlich dreht er gleich vorher um, weil die Wege doch schon sehr weit sind. Ah, hier geht's aber auch noch. Okay. Haben wir noch ein bisschen mehr entdeckt, aber... 3 Meter und dann... Ja, ich gehe wieder hoch. Hammer. Okay. Ja, gut. Da sind wir soweit erstmal. Jetzt gucken wir ganz nach oben und schauen, was hier raus geworden ist. Aha, die kaputten sind definitiv weg. Das bedeutet, irgendwann geht auch noch die zwei kaputt. Und dann müsste es klappen. Aber jetzt müssen wir gucken, was wir da 3 Steine hinkriegen, ne? Ja, der kann hier destroyed werden. Warum wir nicht da mit dem roten X haben, ne? So, das ist der Schatten von dem da unten. Da kommt schon einer, sehr schön. Gut. Gut, das hat alles geklappt. Das bedeutet, der kann weg. Der kann auch weg. So, jetzt sind nur diese zwei über, die dann noch zerfallen müssen. So, was machen denn die Fenster? Warum werden die eigentlich nicht eingebaut? Steht da was vor? Nee. Die sind schon gemacht worden, aber auch nicht alle. Okay. Komisch. Er kommt dann immer weg oder was? Doch, ne? Da muss der wegkommen. Der steht doch auf dem Geländer. Blöd ist, man kann jetzt auch nicht diese Person gucken oder so. Wird leider nicht angezeigt. Nee. Kriege ich nicht hin. Ja. Irgendwann sind die anderen beiden dann auch raus. Spätestens wenn der da unten zerfällt, ist er dann auch runtergefallen und alles läuft, ne? Oder auch nicht, weiß ich nicht. Backstube mal hier. Wie sieht's überhaupt mit Essen aus? Können wir mal gerade reingucken. 2 Brote. Ach so, wir hatten letztes Mal noch neue Leute bekommen. Sind die denn schon alle ausgerüstet? Ah, die haben wir sogar schon weiterverteilt oder was?
Okay. Essen gibt's wohl genug Leute. Ja. Ja, da haben wir welche. Hier haben wir auch mehr wie eine Seite. Das passt. Träger sind auch da. Er hat immer noch keine Hose hier. Obwohl wir Hosen haben. Da muss ich mal eine holen. Gut. Den Berg hatten wir damals hier schon abgebaut. Ja. Von Angriffe von außen sind gesteuert durch die Tore, glaube ich schon. Aber es kommen auch keine mehr groß, ne? Kann das sein? Nur noch diese Viecher kommen, na, die Badger. Ja, ist jetzt. Lass einmal gerade noch nach oben gucken. Okay, der eine ist schon zerfallen. Können wir den schon mal auswählen. Und. Er hat ein Hungerproblem, der verhungert da gerade. Der kommt da nicht weg. Das heißt, wir müssen mal hier einen anloggen, dann kommt er erst weg. Ah, das ist aber doof, ne? Wie soll man das jetzt hinkriegen? Ja, geht nur so, ne? Glaube ich dann, oder? Hier hoch, Geländer bauen. Mach den mal Unlock. Ja, ich denke mal, können wir dann so handhaben, oder? Anders wird es nicht funktionieren. Ja. Bis da oben hochbauen und dann gucken, oder wie ist das? Oder der zerfällt schneller. Aber den müssen wir jetzt als erstes fertig haben dann. Tja, dafür müssten wir aber auch irgendwo gucken, dass wir das jetzt da. Ah, da kommt er schon. Achso, wir können im Innenraum ja noch hier weiter was bauen, ne? 4 wieder. Und hier kommt die Wand hin, ne? Können wir rein theoretisch könnte man den durchziehen, aber müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das machen. Machen wir so, so und so. Und diesen Raum machen wir die Tür dahin, dann klappt das schon. Jetzt müssten wir hier natürlich einen Gang machen. Der da muss wieder weg. Dann könnt ihr da reinlaufen, ne? Dann haben wir schon wieder eine Idee gehabt. Den können wir hier löschen, ne? Ja. Gut, dann sind die schon mal beschäftigt. Hier kann es auch eine Etage höher dann weitergehen. Hier auch schon. Was ist hier passiert jetzt? Oh, ich glaube, da ist eine Etage zu hoch, was passiert. Da hat es wohl ein Problem beim Bauen des Daches gegeben, würde ich mal sagen. Ja, da müssen wir gucken, wo da jetzt was drunter gesetzt wird, wenn da was drunter gesetzt wird. Und dann müssen wir dann gucken, dass wir die wieder loswerden. Weil das ist ja auch wieder das gleiche in grün. Kriegen wir jetzt nicht gelöscht, ne? Der würde jetzt gelöscht werden können, ja. Gut, die beiden müssen wir dann nicht löschen. Testen wir das mal hier an der Tür. Mit einem Scaffold.
und den da drüber dann gelöscht kriegen. Schwieriges Ding. So, der ist schon weggeholt worden tatsächlich. Können wir das da nochmal probieren mit dem Zubauen, bevor wir da unten hochmauern. Und der zerfällt ja. Aber der wird jetzt hochkommen und wird dann da wieder nicht runtergehen können, weil der da noch im Weg ist, oder? Wir werden sehen. So, jetzt muss der weg. Dann machen wir die drei da mal hin. Wird er da auch weggenommen, oder? Sollte er. So, hier ist noch keiner reingebaut worden. Der kommt aber gerade und dann bin ich gespannt, ob der da weglaufen kann oder nicht. Nein, kann er nicht. Er hat sich wieder selber eingemauert. Ja, kannst du vergessen. Geht so also nicht. Das bedeutet, da unten schön hochbauen. Warte mal, das muss doch dann auch... Falsche Etage erwischt. Kriege ich das jetzt auch so hin? Ne, geht nicht. Doch, es müsste gehen, wenn ich... Warte, nochmal den auswählen haben wir. Den, dann... Ne, kann er nicht. Ist er nicht so in der Lage, auch in die... Vertikale zu bauen. Okay, da gibt es eine Abkürzung, die kennen Sie schon durchs Fenster da. Ja, da vorne müssen wir weitermachen. Oder können wir, müssen wir nicht. Und das machen wir so. Das machen wir so. Den können wir jetzt anlocken und müssen den dahinter bauen. Da ganze Reihe hin. Und dann können wir die da gleich wegmachen. Da ist auch schon einer hingekommen. So, zwei. Können wir schon wegnehmen. Unlock. Unlock. Jetzt können wir da noch einen hinbauen und da zwei. Der davor kann auch unlocked werden. Mhm. So, da ist schon der erste weggenommen. Das bedeutet, den unlocken wir auch. Und jetzt könnte der den da einstellen. Gut, der Scarfold ist auch gekommen, können wir den auch anloggen. So, dann sind die Zimmer da auch gleich fertig. Hier hinten ist auch so ein Quatsch passiert, sehe ich gerade. Ah, das ist natürlich schäbig. Oh, wenn man jetzt wüsste, ne? Einer frei und dann da.
Ja, das muss so wohl. So, da ist nur noch einer wegzuräumen. Den können wir anloggen und den auch. Der ist hinweggeholt, läuft. Der kann auch weg. Funktioniert soweit. Da laufen auch schon Scarfolds rein. Die hintere Reihe ist schon komplett gemacht. Ja, die ist dann richtig, die sind dann. Ich glaube, hier fehlen noch Steine, ne? So, dann klappt das. Unlock. 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 Und Unlock. Die beiden müssen noch. Den können wir jetzt erstmal auswählen. So, das passt alles. Aber wir nehmen keine Steine gerade ab. Dann müssen wir das machen. Erstmal 3. Ne, können wir hier. Ah, das wird ja schwierig dann. Machen wir erst 3. Die haben sie jetzt da weggeholt, ne? Den können wir also auch andocken machen. Den noch nicht, weil da steht noch einer drauf. So, jetzt brauchen wir die Scarfolds hier vorne. Wird gleich einer geholt, oder? Ah, der ist auch fertig. Von denen wird keiner genommen, ne, oder? Okay, der ist draufgebaut worden. Nächster. Okay, der wurde jetzt da weggeholt irgendwo. Oh, da steht noch einer in der Ecke, ist aber auch unlocked, okay. Dann können wir gerade hier weiterbauen. Ja, das können wir definitiv bis hin durchziehen, ne? Da ist auch fertig. Müsste noch 2 drauf. Also noch einer, der jetzt schon markiert ist, und dann noch ein zusätzlicher. Und wir haben schon wieder neue Leute bekommen. Zack, 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 zack. Läuft. So. Und da kommt da unten. Und das war's dann, ne? Ah, guck mal, der konnte jetzt schon hier schon runtergehen. Hätte ich gar keinen mehr draufsetzen brauchen. Okay, das bedeutet, wir bauen erst den zu. Das sollte ja jetzt funktionieren. Und den hat er aber schnell jetzt da geholt, oder? Ah ne, der läuft da erst hin, okay. Dann schauen wir mal. Wann wird zugebaut? Da kommt ein Stein. Der ist aber für innen. Da kommt wieder einer. Der ist für hier gewesen. Okay, das heißt, den noch setzen und dann können wir das alles abbauen. Jo, aber das werden wir dann wohl in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.